Ich habe das Safran-Haus etwa 1994 gekauft. Schon beim Einzug kamen die ersten Phänomene. Dinge, die sich bewegen. Spielzeuge zum Beispiel. Ich versuchte es zu ignorieren, bis zu jener Nacht. Ich lag im Bett und sah fern. Ich konnte von dort aus auch die Vordertür sehen, die auf die Veranda hinausführt. Auf einmal ging sie auf. Eine Gestalt kam herein und die Tür fiel mit Karacho wieder ins Schloss. Ich sprang aus dem Bett, lief hin und fand sie von innen abgeschlossen. Können Sie die Gestalt beschreiben? Etwa 1,40 Meter groß, weiblich. War davor schon irgendetwas seltsam, was Sie damit in Zusammenhang bringen? Ja, die neuen Untermieter. Mit denen stimmte etwas nicht. Die waren irgendwie negativ. Von Anfang an oder erst nach dem Einzug? Als sie sich vorstellten, schienen sie in Ordnung, auch beim Einzug. Aber dann wurden sie merkwürdig. Ihnen passierten auch mysteriöse Sachen. Sie fragten, was ist mit diesem Haus? Dinge, die verschwanden, sich von selbst bewegten. In deren Anwesenheit? Ja, Bettzeug flog aus dem Schrank. Es flog ihnen entgegen und an ihnen vorbei, sagten sie. Das Zimmer war im ersten Stock. Ja, wir nennen es Geisterzimmer. Höchstens 3 Wochen später zogen sie aus. Ein Freund von mir ist ein Medium. Ich erzählte ihm von meinen Mietern. Er betrat das Zimmer. Und kehrte auf dem Absatz um. Ich fragte, was ist? Und er sagte, da wäre eben etwas durch ihn durchgegangen. Und dass er da nicht noch mal reingeht. Hatten Sie auch mal so ein bedrohliches Erlebnis? Einmal war was eher Unschönes. Ich spreche nicht gern drüber. Ich habe hier auch Verantwortung für mein Team, gerade für mein Medium. Könnten Sie es wenigstens ungefähr beschreiben? Nein. Ein Angriff? Ja. Sozusagen. Wenn Bobs paranormales Erlebnis ihn so traumatisiert hat, dass er es nicht mal denen erzählen kann, die ihm doch helfen sollen, dann ist die Sache noch ernster, als ich dachte. Um hier weiterzukommen, werden wir wohl Cindy ins Spiel bringen müssen. Bob hat uns die Schlüssel überlassen und so wird Cindy heute Nacht das Haus ausführlich begehen. Und wie immer, ohne jedes Vorwissen. Nach Bobs Erzählungen tue ich das nur äußerst ungern, aber sie besteht darauf. Wärmekamera läuft. Hier herrscht ja eine Spannung. Da ist was ganz Fieses. Eine Frau läuft herum. Oder ist das vielleicht gar keine Frau, sondern eine echt finstere Kraft in Frauengestalt? Und diese Frau, oder nicht Frau, vergreift sich an den Leuten hier? Ich gehe hoch. In dieses Schlafzimmer zieht es mich. Ich bin nicht überrascht, dass über dem Bett ein Kreuz hängt.
Hier hat sich einiges abgespielt. Eine Runde Psychografie, vielleicht bringt das was. Ständig höre ich, der Junge ist hier. Ich sehe ihn rumlaufen. Da waren auch Schritte. Rennt rum, foppt die Menschen. Ich habe Bilder vor Augen. Türen knallen. Schranktüren, jede Menge Aktivität. Poltergeister? Ja. Der Mieter hat ja auch die Gegenstände erwähnt. Sie nimmt das sofort wahr. Von dem Jungen scheinen die Poltergeist-Phänomene auszugehen. EVP-Aufnahme. Shane und Cindy, oben. Voruntersuchung. Möchte jemand hier mit uns sprechen? Gibt es im Haus eine negative Kraft? Will jemand Cindy in dieses Zimmer locken und sie hier festhalten? Keep her here. Ich stopp mal. Kurz abhören. Shane ist Cindy. Upstairs, baseline. Is there anyone in this room that would like to talk to us? Is there a negative force in this house? Is there somebody trying to draw Cindy into this room? Komisch, ich höre das und sofort kommen Bilder. Irgendwas fehlt. Träumen die Leute hier schlecht? Nicht, dass ich wüsste. Tun sie aber. Sie reden nur nicht drüber. Interessant. Dieser Raum hat eine andere Energie. Inwiefern? Frag sie. Echt verrückt. Ich komme hier rein und schon geht's mir viel besser. Ängste weg, kein Herzklopfen mehr. Ganz anders als da draußen. Krasser Kontrast. Total krass. Ohne jeden Übergang. Und ich habe das Gefühl, der erste Eigentümer hält sich immer noch hier auf. Wie um das Haus zu schützen. Er ist der Schirmherr.